Hallo Freunde, ich habe heute ziemlich große Lust zu zählen. Und deshalb werde ich erstmal alles zählen, was ich finde. Ich fange am besten an mit dieser hübschen Keksschachtel. Das wäre erstmal eine Keksschachtel. Ernie, ja? Entschuldige bitte, ich spaziere hier ganz zufällig vorbei und bemerke, du sprichst gerade von Keksen. Ja, stimmt, du hast richtig gehört. Ich bin gerade dabei, Keksschachteln zu zählen. Aha. Das ist schon eine Keksschachtel. Aha, und gerne mal wissen, was passiert mit dieser Keksschachtel. Ich werde sie jetzt wohl aufmachen und zählen, wie viele Kekse drin sind. Oh, wunderbar. Und was dann? Das meine ich ja. Was kommt dann, wenn du die Kekse in der Schachtel gezählt hast? Ja, das weiß ich selbst noch nicht. Hast du irgendeinen Vorschlag? Willst du mich auf den Arm nehmen? Na klar habe ich einen Vorschlag. Ich, das grüne Monster, werde die Kekse aufessen. Mach schnell. Genau diesen Vorschlag habe ich befürchtet. Oh, bitte, Ernie, zähl schnell die Kekse, dann kann ich endlich essen. Bitte beeil dich. Also gut, zählen wir erstmal die Kekse. Ja, dann, hier. Wer hat hier uns gesagt? Das war ich. Aber wieso, warum? Weißt du, ich habe eben die Kekse davon gezählt und das ist einfach nur Kekse. In der Schachtel da keine Kekse drin sind. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, ich weiß, Kuchenmonster. Aber Ernie, warum hast du denn vorhin gesagt, es sind null Kekse in der Schachtel und es sind gar keine drin? Ja, aber genau das bedeutet es doch. Null Kekse heißt keine Kekse. Keine Kekse oder keine Kekse in der Schachtel. Und null Kekse oder keine Kekse im Krümelbach. Oh, was soll ich jetzt nur machen? Augenblick, Krümel, ja. Und so haben wir also zwei Keksschachteln. Ja, wunderbar, dann öffne mal schnell. Ich brauche die Kekse nämlich dringend. Gut. Beeil dich. Ups. Schon wieder Ups? Was für ein Ups denn? Das letzte war ein Unglücksups. Ja, weißt du, auch in dieser Schachtel... Bitte nicht schon wieder. Auch in dieser Schachtel sind wieder null Kekse drin, Krümel. Nein, das ist völlig unmöglich, dass... Ernie, ein wahres Trauerspiel ist das. In dieser Schachtel sind null Kekse oder keine Kekse gewesen. Und in dieser Schachtel sind schon wieder null Kekse oder keine Kekse. Oh, Ernie, tu irgendwas für mich. Ich glaube, ich dreh sonst da unten. Du, Augenblick mal. Mir fällt was ein, Krümel. Mir ist da irgendwas eingefallen. Nun hör doch mal auf. Nun hör doch mal zu. Ich habe nämlich alle Kekse aus diesen beiden Schachteln rausgenommen und umgefüllt in diese Keksdose. Du kannst völlig beruhigt sein, Krümel. Denn jetzt... sind alle Kekse hier drin und wir können sie zählen. Dann fangen wir mal an. Eins, also ein Keks. Ja, aber Krümel, ich wollte die Kekse doch erst zählen. Das tut mir jetzt aber leid, Ernie. Ich konnte nicht mehr warten. Ich störe dich jetzt auch nicht mehr beim Zählen. Wiedersehen, danke. Meine Kekse hat er gefuttert und damit habe ich jetzt schon wieder nur null Kekse. Falsch, Ernie. Falsch. Ich habe hier noch einen entdeckt. Ah, na fein. Ja. Jetzt stimmt es wieder mit den null Keksen. Jawohl. Vielen Dank. Wiedersehen.